Das kann natürlich auch sein. Manchmal frage ich mich, wie viel Lack man haben kann, Konsul. Ja, ja. Der Konsul, der ist ein richtiger Drecksack. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn dafür, dass er alles direkt bekommt, was er braucht. Was er eigentlich nicht braucht. Der braucht es nicht. Ach, du brauchst es nicht. Bitte schön, hier kriegst du es. Bitte schön, du brauchst es. Nee, so noch ein bisschen weiter. Na, gell hier. So noch ein bisschen weiter. Vielleicht kriegst du es. Ich überlege, dass ich damals total selten dieses Tabby bekommen habe. Ich habe auch direkt oben, weiß ich noch, den Hammer, den du nie gesehen hast, den. Schön, wie heißt der nochmal? Paladins Hammer. Ist der gut? Und das Feuerding. Ist es gut? Ja. Und du? Wie beide und sei leise. Such dein neuen da hier, dein Scheiße, was du haben willst. Ja, dann glaube ich halt eh, ich muss eh gleich wieder hoch und dann die Dinge oben versuchen. Kann man jemand bitte jemand auch im Chat sagen, ob das Duke Fishron Pad oder das Mount eher gesagt auch unendlich fliegen kann? Weil ich weiß, das ist glaube ich ein bisschen langsamer, im Wasser ist es schneller. Ich weiß noch nicht, ob das unendlich fliegen kann. Aber ich das Mount. Ah, das Mount kriegt man glaube ich nur im Expert. Ich glaube, es kriegt man nur im Expert-Modus aus dem Ding. Gleich wissen wir es. Töte du Fischhorn, ich hatte den Shadow Beam Staff auch voll schnell bekommen. Das ist immer so geil, dass ich direkt dieses Jojo bekommen habe. Echt der Hammer gewesen. Und da haben wir wieder jemanden, der einen Link postet. Aber der Konto ist natürlich zur Stelle und löscht ihn. So, jetzt habe ich gebannt, ey. Ich bin bannen, haben wir mal geschafft. Alles klar, nicht für uns. It is similar to the Cosmic Cards, nicht nur für Mount, but its flight speed is slightly slower. Aber im Wasser ist es schneller. Wenn du mich weiterfliegst, ist es schneller. However, while the UFO Mount cannot be used, the liquid moving through liquid causes the cute fish one to gain a dramatic movement control. Das ist nämlich übel schnell. Und noch 15% Damage Bonus. Wie? Das Ding bringt auch noch 15% mehr Damage? Wenn du im Wasser bist. Achso. Och, das ist nicht schlecht. Ganze Welt überfluten, läuft. Naja, er säuft halt, aber. Ey! Ein Wutknochen. Ich finde es immer wieder cool, wenn ein Update von Terraria kommt. Da hast du recht, Jungle Hero, da hast du recht. Kommt ja bald, 1.3.1. Die werden sich aber eher auf die Mechanik-Bitch konzentrieren, was ich. Naja, juckt mich nicht. Oder juckt dich die Mechanik-Bitch? Ich hab nicht mal die Angel-Quest gemacht. Das sind, glaube ich, die einzigen Erfolge, die mir noch fehlen. Eine Wisp in the Bottle wäre jetzt halt noch ganz nett, gell? Ach, hier habe ich den Key auch direkt gefunden. Den Hallowed-Key habe ich auch direkt gefunden. Ja, schön. Brauche ich aber nicht. Weil ich ja nicht nutzen kann. Armer guck du. Ja, ich hätte gerne Minions und mein Jojo, dann wäre es geil, weil die Minions dann ordentlich drauf feiern könnten. Während ich mit Jojo drauf haue. So, wir gehen jetzt mal hoch, gucken mal, ob die Deppen jetzt da sind oder nicht. Ob sie dann wieder beten tun. So, na komm jetzt. Denkst du, sie sind da? Nö. Ach doch. Nee. Nö, die sind nicht da. Denke ich, nee, alles klar. Siehst du? Geh mal außen rein aus der Welt. Vielleicht kommen wir wieder. Jojo Bengabert auf Beyblade. Beyblade. Ah ja. Muss ja laufen hier. Eigentlich müsste ich meine Haut mal weiter ausbauen, gell? So ein bisschen, dass es Geschützer gegen die Marsianer ist. Gegen die Marsianer. Ah ja, damit meine NPC nicht mehr sterbe. Sterbe. Die arme Drecksack. Also ich habe ewig gefahren für Shadowbeam Stuff und für den Inferno Stuff. Dann habe ich gemerkt, wie krass die Items genervt wurden. Die wurden, glaube ich, überhaupt nicht genervt. Keine Ahnung. Die waren schon immer scheiße. Du hast die warmes, ich fahr die immer kacke. Am Anfang war das Ding sau geil, aber das wurde ziemlich schnell am Anfang genervt. Na, in 1.2, ich weiß, direkt in der ersten Version. Wo direkt gesagt. Das ist voll die Scheiße, gell? Damit kommst du mit deinem Jojo nicht mal ins UFO ran. Laber doch keinen Stuß. Kein Stuß. Laber doch keinen Stuß. Der eine Endfeind wird halt echt jetzt unter Problem, gell? Moonlord könnte mich auch locker ficken. Das ist echt problematisch mit dem hier.
Du brauchst ein paar mehr Ropes, machst dein Jojochen Länge. Mein Jojochen? Jojochen. Jojochen. Och, mein Jojo geht hier noch durch. Ich vergesse aber, dass das mittlerweile mein Abbau-Ding ist. Das ist voll kacke! Ach, die Pickaxe hat schon weg. Hier, komm. Ja, wunderbar. Und hier? Ja, wunderbar. Muss natürlich jetzt hier wieder davor setzen. Ne, jetzt kommst du immer raus. Doch, das klappt. Tito. Motherfucker. Gorgamit schreibt, fuck to you. Ne, Sternchen, Sternchen, Sternchen to you. Very well. Happy very gute Nachricht. To you. Wir müssen jetzt echt auf den Scheiß warten, gell? Entweder auf die Marzianer. Ja, guck doch wieder, ob am Dungeon da die Kult-Spastis sind. Vielleicht sind die auch, die sind immer nachts da. Wahrscheinlich ist gleich, wenn der Tag zu Ende ist, dann sagen sie... Hallo. Hallo, ich bin hier. Spaß. Hier bin ich. Ja, die Marzianer hätte ich jetzt gern. Ich hätte gern das den Mount gekriegt, dann wäre das natürlich perfekt. Aber ich meine, ich habe gedacht, wir würden jetzt noch bis locker 2 Uhr morgens an diesem scheiß Jojo hängen. An dem hier. Am Jojo hängen. Nein. Good English, gotta say, love it. Love it. 10 out of 10. Umbrella Slime ist in der Nähe. 5. Cool, nobody cares. Ist ja geil, dass ich durchschnittlich so Zuschauerzahlen habe. 29 Leute. Und jetzt bei Terraria. Ah ja. Terraria ist doch dein Hauptspiel. 2000 wären besser. 3000 wäre besser. 10.000. Auf der Frontside. Natürlich. Das wäre natürlich. Ein Wivern. Tot ist er. Wie ein Salami. Ich hätte gerade das machen sollen. Salami schneide. Ich hänge an was anderem. An was hängst du denn? Oh mein Gott. Willst du gar nicht wissen. Will ich. Ich frage mich, ob die spawnen, wenn ich jetzt warte, bis Nacht wird, genau von dem Ding. Ich glaube, das spawnen die nicht. Was vor dir? Dafür haben sie keine Anbindung. Ich habe aber den Destroyer jetzt spawnen sehen. Die spawnen sehen? Ja, da ist so ein Haufen und dann... So mit ein paar Effekten jetzt, wo er rauskommt. Da habe ich mal mit dem Jojo draufgehauen und die ganze mega Schaden. Aber jetzt auf der Oberwelt gekommen. Wir brauchen einen Dreck-Jojo. Oh, guck mal hier. Oh, meine Pavonettung! Da, guck mal, wie abgeht. Bäm. Hallöchen, Popöchen. Ja, haut ruf hier. Kann ich noch nicht, der geht jetzt geht er gleich Party machen. Dein Scheiß Ernst? Der zockt ein bisschen was. Ja, fliegt immer so um ihn rum. Und dann trifft er dich trotzdem heilig. Ich brauch die Nurse hier hinten. Ob der mir leicht folgt, wenn ich jetzt leicht weggehe? Stimmt. Ja, aber du kannst ja jetzt nicht bis zum Haus wieder zurück. Oh mein Gott! Too much. That's too much for my brain. Ich sehe gerade nicht mehr so viel. Too much input. Eric.exe shutdown. Wer hat das geschrieben? Ich. Achso. Ich dachte, der ist gedespawnt. Ja, du stirbst. Guck mal, der HP. Was? Oh! What the fuck? Ruf HP. Ja, flieg in ihn rein, ist gut. Hau noch lieber ein bisschen ab, weil gleich kann sich wieder heilen. Ja, ich weiß. Beste Trick in Terraria. Abhauen, warten, bis ich wieder heilen kann. Ja, spawnt er wieder so ein Scheiß. Ja, ich hab's gesehen. Oh mein Gott, ja, wie soll ich denn? Ja, was? Ich hab wieder ein bisschen HP verloren, ein bisschen. Lol. Der ist geplatzt. Gebankt ist er. Aber, Digga. Ich hab ihm gut Schaden gemacht, du hast gesehen. Hashtag abgehoben. Er ist schaffbar. Jo. Wenn ich jetzt da hinten Haus baue mit der Nurse unten, unterm Dungeon. Den Nurse reinsetzen, immer reingeben, mich heilen lasse, geht es. Du darfst nur halt nicht außerhalb seiner Despawn-Range. Ja, ich meine ja, direkt in der Nähe des Dungeons baue ich das Ding hin. Dann wäre es möglich. Ja, jetzt musst du wieder einen Tag warten. Ja, ist nicht schlimm. Ja, das ist schlimm. Jetzt hat er es geschrieben.
Was? Eric Exon. Stop working. Und die Moonlord heute noch starten? Natürlich! Moonlord ist billig. Moonlord den bumsig. Ja, war so knapp. Ich hätte fast sogar geknallt, ey. Nur, das war gerade ein bisschen zu viel, Schüsse. Mit dem UFO wird es gehen, weil mit dem UFO kann ich halt immer oben bleiben, weißt du? Hm. Also so um den rumgehen. Aber wenn ich mehr Critical Range hätte, ich glaube, ich skill das auch gleich da drauf, dann ist er eigentlich kein Problem, wenn ich die ganze Zeit 400-500 mache. Du brauchst ein bisschen mehr Yo-Yo Range. Kannst du mit Attack Speed. Wenn du Attack Speed machst, dann wird es länger. Dann wird's länger. War mir doch kein Scheiß. Hat jemand geschrieben vorhin. Ach, der Bubble Scheiß. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin, das ist keine Probleme hier. Gehen. Mach mal Fenster zu, bitte. Nee. Doch, wichtig, sonst hören die Nachbarn wieder alle zu. Dann freuen die sich und sagen die, oh, so schön. So schön. King of the Carrot TP. Was? King of the Carrot People. Ist sexy. Mein Dancer hat mir 2,99 € verdient. An sich warten öde, aber mit euch ist es lustig. Konsumpumps so ein, die wir zu Bär drüber schauen. Spaß, Alter. Da weiß jemand, wie es abgeht. Halt dein Maul. Hallo, Jojo, das ist kein Jojo. Ich darf mit Spitzhacke kämpfen. Du hast nur eine Platinum-Coin verloren. Das ist doch nix. Tu mal deine Sachen jetzt beim Goblin-Tinkerer da machen hier. Ja, mach ich auch. Aber erstmal muss die Nurse jetzt hier so richtig sexy hin. Ich muss hier ein bisschen außerhalb, sonst stirbt die direkt mit einem. Ja. Perfekt, muss ich natürlich mein Bett hier auch noch hinstellen. Das ist natürlich. Ja, natürlich. Musst du auch, damit du dich immer wieder mit dem Spiegel zu dir hinporten kannst. Und dann heiße dich und dann gehst du wieder raus und dann läuft der. Ja, mein Bett bauen ist nervig. Ich meine, hier überlebe ich eh, das lasse ich. Ich muss es nachher noch bauen. Man kann das ganze Dach nämlich auch aus Holzplanken machen. Ich meine. Was ich kapiere, vollen Schutz und dann. Ja, von dir habe ich ja direkt gekriegt hier, du Drecksvieh. Direkt den schönen, die schöne Wolke. Ja, wofür ihr auch immer wieder Sonne fahren musst, du kleiner Wichser. Kriegt immer alles direkt in den Arsch geschoben, ey. Oh, brauchst du nicht, bitteschön. Brauchst du auch nicht. Ah, hier kriegst du, natürlich. Natürlich. Shut up and take my shit. So sieht's aus. So, jetzt hat die Nurse ein schönes Haus. Im Regen. Wird alles schön nass. Ein bisschen Wet T-Shirt Contest. So sieht's aus. Oh yeah. So, jetzt muss ich natürlich hier noch. Aber ich find's geil, dass wir es schaffen. Also, dass wir es. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Du weißt, wie ich es meine, dass wir es schaffen können. Yeah. Das freut mich doch sehr. Wir könntest ja auch jetzt mit Herz-Dingern könntest auch arbeiten. Also, oh, stimmt, hier ist kein Lagerfeuer. Jetzt wissen wir. Ist gestorben. Und die Herzdings. Ne, ich meine mit, du weißt, diese Statuen. Herzstatuen. Ja. Na, das wird zu viel Arbeit. Ja, aber technisch ist es möglich zu schaffen. Rein technologisch ist es possible. Weil danach, wenn wir es schaffen, können wir sogar die halbe die Rüstung machen, wenn wir es schaffen, die beste Nahkampfrüstung und dann. Ist Mulo der nächste dran. Heißt Pew Pew, Motherfucker. An sich warten öde. Ich hab kein PayPal, was weiß ja, ich weiß. 35 Leute. Guck mal, das ist voll interessant gerade. Oh, Mana. Oh, cool, du hast ja noch gar nicht volle Mana. Billiger. Nutze ich auch nicht. Ja, doch, natürlich. Das brauchst du. Ja, für ganz viele Sachen, gell? Ja. Oh, so schön, guck mal. Guck, dafür brauchst du Mana. Oh, der, wenn er 60 Schaden hat, könnte gut Schaden machen. Wenn er irgendwo stehen bleibt, du machst schnell hin. Mit dem Jojo drauf. Ja, scheiß Fickvieh spawnen. Ja, aber am Anfang, wo ich doch umgegangen bin, hast du ja gesehen. Ja. Wo ich getroffen habe, die Wolke noch oben drüber, hätte gut Schaden gemacht. Gas aber nicht, only Jojo. Ich weiß. Jojo. Könnte auch das von beiden einfach. Guck mal, das wird so einfach sein, weil du nicht in die Nahe musst. Aber naja. In die Nahe musst. In die Nahe musst, genau. In die Nahe musst. Dann machst du einfach die SDMG. Und dann machst du die. Die zieht ja nicht ein, die Bitch. Die denkt bestimmt, was eine Schlampe. Du kommst hierher, du Bitch. Oh nee, ich will aber nicht. Oh nee, ich will nicht wohnen, dann sterbe ich noch. So, jetzt gehst du kurz weg und dann kommen sie wieder und dann ist sie doch. Dann sagst du Hallo. Und dann ist alles magisch fantastisch. Hallo. Hallöchen, wie geht's euch? Ich wollte gerade hin. Mana ist voll wichtig und so, ne? Yo, gute Shadow Diamond, hi. Oh, Zombies sind 60 Feet.